Bring it, the Nerd Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für ein bisschen Fantasy Booking. Willkommen zu Old Man Booking mit meinen beiden Mitstreitern, mit dem personifizierten Old Man, dem Thorsten. Hallo, Hallöchen. Und ihr seht es an meinem Shirt. Das soll ich sein. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Let's go. Und dem am jüngsten gebliebenen alten Mann, den ich kenne, dem Marcel. Leute, früher war alles besser, gell? Muss man jetzt wirklich ein bisschen Kraftfutter nehmen, sonst habe ich nicht die Chance. Wir tapen das hier. Ist der dritte Podcast, den wir heute aufnehmen. Und so allmählich verlässt mich die Energie. Und damit ihr natürlich, was soll ich sagen, ihr seid es gewohnt, von uns Schwachsinns-Content zu kriegen in dieser Rubrik. Und mein Schwachsinns-Content ist heute wieder, was soll ich sagen? Es könnte wild werden, ne? Wir reden heute über AEW Forbidden Door 2025, aber auf Wunsch bestimmter Personen machen wir AEW Forbidden Door Europe 2025. Wir holen also. Ich habe es mit Japan gemacht und Europe. Ja, ist egal. Kennt auch okay. Japan ist damit okay, aber gehören ja eh zu AEW irgendwie dazu, ne? Also, was soll's. Ja, und wir haben gesagt, wir machen 3 Pre-Show-Matches, wir machen 8 Main-Show-Matches, wir sortieren das so ein bisschen in die Reihenfolge, wie wir es gerne hätten. Und ich würde sagen, wir legen direkt los, wir warten gar nicht lange. Und der Thorsten gerade noch. Wolltest du was sagen, Marcel? Ja, ich habe heute was ganz Besonderes für euch vorbereitet, natürlich, ne? Nachdem ich ja wieder gut vorbereitet heute früh aufgestanden bin, kurz vor knapp, ne? So wie das am Sonntag macht. Meine Show ist komplett mit ChatGPT erstellt worden. Nachdem ich mit ChatGPT heute eine halbe Stunde unterhalten habe, was gerade so abgeht, welche Ligen ich gern drinnen hätte, hat mir ChatGPT heute eine Karte rausgeworfen, die ich wirklich sagen muss, ich würde sie kaufen. Bin sehr, sehr gespannt auf deine Karte. Ich würde sagen, dann leg doch mal los mit deinem ersten Buy-In-Match. Was ist denn bei dir als erstes erste Buy-In-Match? Pre-Show. Also man muss sagen, ich habe mich entschieden für die englischen Promotion Progress und RevPro. Mhm. Ich habe mich für die GWF entschieden. Mhm. Und ich habe mich für dann halt alles andere entschieden. Mhm. Und ich habe so ein bisschen ChatGPT beibringen müssen, was die GWF ist, welche Wrestler da gerade aktiv sind, was man machen könnte. ChatGPT hat mich gefragt, ob ich zum Beispiel auch andere Titel haben möchte auf der Show. Habe ich gesagt, ja, können wir mal drüber reden. Mein erstes Match in der Pre-Show ist iTouch Bahake gegen Nick Wayne. Auch schön, warum nicht? Kann man machen. Freut mich. iTouch Bahake gewinnt nämlich eine Battle Royale vorher bei der GWF, wer nach England fliegen darf. Und darf dann gegen Nick Wayne als erstes antreten. Große Showing, Nick Wayne gewinnt natürlich, ne? Ja. Weil mein World Champion zu dem Zeitpunkt ist Christian Cage natürlich. Und da muss man das Stable. Welt, wo Christian Cage nicht dein World Champion ist, oder? Richtig. Also deswegen, Nick Wayne geht da over. Ich würde mich tierisch drüber freuen, wenn iTouch so einen Spot mal bekommen würde, weil der ist auch richtig, richtig gut. Ja, dann ist mein erstes Pre-Show-Match. Danke, ChatGPT, dafür. Ja, sehr gut. Thorsten, dein erstes Pre-Show-Match. Mein erstes Pre-Show-Match. Hier neben auch in Deutschland gewesen ist Tag Team die Sunshine Machines. Und wir packen sie zusammen mit zwei Wrestlern von New Japan Pro Wrestling, und zwar mit Tomohiro Ishii und Hiromu Takahashi. Der Stone Pitbull in der Pre-Show mit Hiromu Takahashi, Flamboyant gegen die Sunshine Machines, Tag Team Match zum Reinkommen. Let's go. Ja, warum nicht? Ich habe direkt ein Multiple-Match, oder eigentlich ist es ein Trios-Match, was ich am Anfang raushaue. Ich habe gesagt, Frauen-Wrestling ist mein Ding. Ich hau Frauen-Wrestling am Anfang. Das heißt, wir haben zwei Dreier-Teams gegeneinander. Wir haben Toni Storm, Killer Kelly und Anita Vaughn gegen Saraya, Harley Cameron und Debbie Keitel. Ja. Kann man machen, ne? Ja, finde ich gut. Ich mache mit dem Damen-Tag-Team-Match weiter. Ah, sehr gut. Auf der einen Seite habe ich Maria May und Eva Kolaski, die finde ich, glaube ich, sehr gut als Tag-Team harmonieren würden von Charakter her. Gegen Toni Storm und Vesner. Oh, auch schön. Oh. Jeder, der Vesner auf eine Karte packt, du weißt es. Ja. Du weißt es aus allen Zeiten. Ist Vesner eigentlich noch aktiv? Ich weiß es gar nicht. Nee. Schade. Schade. Die kann leider auch nicht mehr. Nee, okay, das ist schade. Ich habe gerade übrigens im Laufe des Podcasts ein bisschen umgeschrieben, die Karte. Also jetzt wird es noch bekloppter. Ja, ich nicht, weil ich habe noch Sachen drin, die eigentlich mit Wrestling, mit dem, was ich gehört habe, nicht mehr funktionieren. Aber egal, ich lasse die so. Thorsten, dann dein zweites Match. Mein zweites Match ist ein Champion vs. Champion Title for Title Women's Match. Auf der einen Seite sehen wir die aktuelle Women's Championess Rio von Progress, die aufgrund ihrer, und deswegen habe ich die beiden Damen gebookt, weil sie beide Dreadlocks haben. Ich habe sie gebookt gegen die GCW Violent Underground Championess Rina Yamashita. Okay. Rio gegen Yamashita. Richtig auf die Presse. Champion versus Champion, Title for Title. Das ist schon heftig, ja. Also ich habe jetzt hier, ein Match, wo Eddie Kingston wollte gerne dabei sein und der wurde herausgefordert, denn es fordert jemand sein
Sixten Curt Gold 2020 Revenge Match. Wir sehen Eddie Kingston gegen The Votation in der Pre-Show. Gegen wen? The Votation. Was? Ja, ich habe gesagt, es wird bekloppt. Ist leider gerade verletzt. Kann wahrscheinlich, wollte nicht antreten. Ah, das ist aber blöd, dass der jetzt verletzt ist zu dem Zeitpunkt. Aber ich finde ja ein Story-Match über die Revenge dafür, dass Eddie Kingston den bei Karat 2020 quasi geschlachtet hat, kann man machen. Natürlich gewinnt Eddie Kingston das wieder. Gut, Marcel, der dritte Match. Ich habe ja, ChatGPT hat mich ja gefragt, ob es andere World-Title-Matches geben soll auf dieser Card. Und wir haben ein GWF-World-Title-Match auf dieser Card. Also da dachte ich auch, lieber ChatGPT, da bin ich aber gespannt. Champion zu dem Zeitpunkt Pascal Spalter. Mhm. Gegen Cole Cabana hat er mir rausgeschmissen. Boom, 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 Cole so, Cabana. So charakterlich gar nicht so schlecht, die beiden zusammen, oder? Ich finde das cool. Ich dachte mir so, ja, für den Pre-Show am Ende. Also wenn da das Publikum wegen mitspielt, bei den beiden Charakteren, der Held der Hauptstadt, der Mann der Zeitgeschichte, also muss ich ehrlich sagen, ist sie Kauf gewesen, habe ich gesagt, okay, mach mal, Chef. Ja, warum nicht? Thorsten, wie sieht's bei dir aus? Du wolltest sie, du kriegst sie. Wir haben ein House of Black Invitational Eight-Man-Tag-Match. Es steht auf der Bühne. Aleister Black, Brody King, Buddy Matthews und Julia Hart, die sich darüber beschweren, dass sie nur in der Pre-Show auftauchen. Das Licht geht aus und die Blutmaden kommen. Die Blutmaden kommen. Takal Aslan. Wie waren sie nochmal? Sultani, Maggot und Baby Allison. Ein 4-on-4-Match mit den Blutmaden gegen das House of Black. Oh, sehr schön, sehr schön. Ja! Wer wissen will, wo die Blutmaden herkommen, muss unseren Shortcut Old Man Booking hören, das letzte. Die Blutmaden sind ein Zusammenschluss der, von Maggot, der Made und dem Blutmaden. Ja, richtig. Ich habe mir auch gedacht, zum Ende der Pre-Show muss er nochmal richtig knallen. Und da AEW ja gerne lange Titel hat, habe ich hier ein International Championship Number One Contender Gauntlet Match. Und zwar habe ich Michael Oko gegen Ahura, gegen Jeff Jarrett, gegen Tony Harting, gegen Aigle Blanc, gegen Pascal Spalter, gegen Robbie X, gegen Nigel McGuinness, gegen Peter Tihani. Und das Ding gewinnt Ahura. Stell dir das mal vor. Aber schöne Überleitung, weil meine Main-Show beginnt mit dem Casino Gauntlet Battle Gedöns hinterher. Und es geht hierbei, das ist jetzt eine gute Frage, welchen Titel habe ich noch? Der International Title. Herzlichen Glückwunsch. Wer auch immer, der ist nämlich vakant. Der ist vakant, okay. Weil sich nämlich der Wrestler, der den Titel zuletzt gehalten hat, der hat sich verletzt. Ah, okay. Und dann haben sie die Chance genommen zu sagen, wir machen ein International Casino Gauntlet daraus, nämlich. So, das hat mir natürlich ChatGPT nicht vorgegeben. Ich habe 10 Teilnehmer, okay? Und da war ich ja noch harmlos. Ja, ich musste ja irgendwie meine Homies hier unterbringen, gell? Ich habe nur 9. Ja gut, der eine davon ist Chris Jericho, den können wir auch streichen. Ja, direkt bitte. Axel Tischer auf der 1. Oh. Jetzt wird die Axt geschwungen, meine Freunde. Darby Allin auf der 2. Auf der 3 Shota Umino. Auf der 4 Orange Cassidy. Mhm. Auf der 5 Luke Jacobs. Auf der 6 sieht das Auge alles Metehan. Auf der 7 Commander. Auf der 8 Jay White. Auf der 9 Chris Jericho. Und den letzten Entrance bekommt Cara Noir auf der 10. Der das Ding gewinnt. Schön. Schön. Schönes Ding. Ja, Thorsten, dein Opener, der Main Show. Geht gar nicht so spektakulär los, sondern alte gegen neue Generation. Wir sehen Mike DiVecchio gegen Hiroshi Tanahashi. Ja, kann man machen. Warum denn nicht? Hm? Einfach nur ein Styles Clash, ein junger, aufstrebender Mann mit Mike DiVecchio gegen das Ace of Aces. Ja. Mein Opener ist ein Four-Way, ein AEW Continental Title Match. Und zwar Konosuke Takeshita hat den bei mir mittlerweile gewonnen. Gegen Zack Sabre Jr., gegen Mike D. und gegen Luke Jacobs. Zack Sabre ist der verletzte International Champion gewesen. So. Da haben wir direkt. Da hat das Knie einfach nicht mitgemacht. Mein zweites Match auf der Main Card ist ein TNT-Title-Match zwischen dem Champion Michael Oku und Samoa Joe. Oh, das würde ich nehmen. Das würde ich direkt nehmen. Thorsten, wie ist dein zweites Match auf der Banker? Mein zweites Match ist ein neuer Titel, weil AEW macht ja gerne neue Titel. Und zwar ist es der Best Technical Wrestler of the World. Und es gibt
Ja, das ist der Tag, der Bryan Danielson Gedächtnistitel. Es geht hier ein, es wurde hier ein von jeder Promotion, der das Aushängeschild herausgesandt und die ermitteln den besten technischen Wrestler der Welt. Es kämpfen gegeneinander Axel die X-Men Tischer, Katsuyori Shibata, Zack Sabre Jr. und Michael Oku. In einem 30-minütigen, einer 30-minütigen wahren Schlacht, die von Zack Sabre Jr. gegen Michael Oku im Octopus Smash gewonnen wird. So. Und Zack Sabre Jr. ist fortan der beste technische Wrestler der Welt. Und es ist so, dass der Titel von Bryan Danielson dem zugeschrieben wurde und jeder, der den gewinnt, benennt ihn in seinen Namen um. Das ist jetzt also der Zack Sabre Titel. Ah, Gott. Auch eine schöne Idee. Okay, ich habe gerade gemerkt, im Kopf war das lustiger. Ja. Mein nächstes Match ist ein komplettes Charakter-Match, denn auch MJF will natürlich auf die Card. Und er ist eh der größte Charakter, den es im Wrestling gibt. Ja, dann fordert ihn jemand heraus, der keine Worte dafür braucht. Denn wir kriegen MJF gegen Cara Noir. Auch gut. Ja. Zum meinem Match. Ja, ich habe drüber. Oh, das finde ich ja affengeil. Heilige Scheiße, das finde ich affengeil. Das ist bisher das beste Match, was von uns allen genannt wurde. Moment mal. Die Blutmaden. Ja. Mein drittes Match ist ein Tag-Team-Match. Und zwar taucht FTA bei der GWF auf eine Woche vorher. Und suchen. Klar. Ja, und die suchen einfach, die sagen, ey, wir sind quasi von, wir haben so eine Story wieder, wir werden von AEW nur festgehalten, wir dürfen keine Indies mehr worken, wir wollen die Indies, wir wollen junge, aufstrebende Tag-Teams gegen kämpfen, wir brauchen die Besten der Besten von euch. Ein bisschen Angst. Ja, ich habe auch, also mein, der Vorschlag war John Klinger und Tarkan Aslan von ChatGPT, wird schwer leider. Deswegen bin ich ein bisschen in die History der Tag-Teams gegangen. Und ein Tag-Team, was mich sehr gut gefallen hat, was aber nicht so lange da war, war Peter Tihanen Fast Tamudo. Ach Gott. Und ja. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Match richtig gut werden könnte und auch die Breakout-Performance zumindest für Peter Tihanen sein kann. Ja, das könnte gut sein. Thorsten, was ist dein nächstes Match? Wir machen im nächsten Match einen Callback zu einer WXW-Auslandstour vor einigen Jahren. Es gibt auf der großen Bühne das Rematch zwischen Darby Allin und Robert Dreisker. Oh, ist gut. Das war die Amerikas Wunderbar-Show, ne? Das war die Amerikas Wunderbar-Show und die beiden sind elevated. Wir kriegen Dreisker gegen Darby Allin in einem, von mir aus, Hardcore-Brawl, Tables, Ladders, Chairs. Ah, Casket-Match, immer bei Darby Allin. Off the pole, jump off the cage, fire, blood, barbed wire, no ropes, holding ding. Genau, auch schön. Ja, ich habe auch ein Tag-Team-Match an der Stelle. Und zwar habe ich die AEW Tag-Team-Champions, die Grizzled Young Veterans mittlerweile. Und die treten an gegen die Blutsbrüder 2.0. Erkan Solzani und Mitterrand. Ja, mehr kann ich sagen. Marcel. Es wäre keine AEW-Show und ein Hardcore-Match, oder? Wenn man es mag, klar. Hast recht. John Moxley gegen Ricky Knight Jr. in einem Hardcore-Match. Ja, kann man machen. Thorsten, dein erste Hälfte Main Event quasi. Ich bin ein großer Freund des Tag Team Wrestlings. Die Welt wartet darauf, dass einer der besten Wrestler aller Zeiten zurückkehrt, sein ehemaliger Tag Team Partner auch. Wir sehen die AEW Championship zwischen Youngblood, den Grizzled Young Veterans, den Champions der Young Bucks und ein alleine zum Ring kommender Kenny Omega, der ruft, aber ich brauche noch einen Partner und wir sehen die Wiedervereinigung der Golden Lovers. Oh, das wird ja gerade geteased, ne? Die trainieren ja gerade zusammen. Kann man gut finden. Und immer unter der Voraussetzung, dass Kota Ibushi halt in Shape ist. Für beide ist das, glaube ich, gerade im körperlichen Zustand, wo die sich gerade wieder aufbauen, ist ein Tag-Team-Match gar nicht so schlecht. Jupp. Ja, dann mein Main-Event der ersten Hälfte. Ich bringe wieder ein Women's-Title-Match. AEW Women's-Title-Match. Jamie Hayter tritt an gegen Stephanie Mace. Warum nicht? Ja, ich habe auch ein Tag-Team-Title-Match, aber das ist sehr langweilig. Ich habe viel versucht, noch Rambo auf die Karte zu bringen, aber ich habe keinen Platz für irgendeinen Rambo. Das macht mich traurig im Nachhinein. Aussie Open gegen die Young Bucks um die Tag-Team-Titles. Oh, ist aber ein schönes Ding. Glaube ich auch. Ja. Thorsten, erstes Match, zweite Hälfte. Wir sind immer noch im Dunstkreis von Progress gegen die Welt. Wir machen Luke Jacobs gegen als Champion von Progress gegen Konosuke Takeshita. Und das will ich sehen. Ich will sehen, dass Konosuke Takeshita neuer Progress-Champion wird. Ja, doch. Hat was, ja. Das passt halt vom Stil saugeil zusammen. Jacobs, ein wunderbarer Heel. Das Match gegen Timothy Thatcher vom
World Tag Team Festival unbedingt empfehlenswert. Ein geiler Typ, meine Güte. Ich bin dafür, wir brauchen mal wieder ein bisschen was richtig Abgedrehtes. Wir machen jetzt mal hier so ein Anarchy in the Arena Match, schön hier auch auf der Card. Und zwar natürlich der Blackpool Combat Club auf der einen Seite mit John Moxley, Claudio Peck und Marina Shafir. Aber die kriegen das härteste Team dagegen, was sie kriegen können, nämlich Team Ostdeutschland. Axel Tischer, Faster Mudo, Lawrence Roman und Jay Neo. Ja! Alter, ich habe auch Jay Neo in einem Anarchy-Match. Aber anders. So, dann hey. Marcel, nächstes Match. AEW Women's Title Match. Ich habe da, also ich muss wirklich sagen, ich bin mit ChatGPT sehr zufrieden. Das ist so eine schöne Karte, da ist nichts Verrücktes dabei. Willow Nightingale gegen Debbie Keitel. Ja. All day, every day. Ja, würde ich auch nehmen. Thorsten. Wir kriegen als drittletztes Match des Abends ein Number One Contender Match zwischen Maxwell Jacob Friedan und Katsushika Okada auf den AEW World Title. Auch schön, ja. Bei mir ist das Match hier, hier kriegt jetzt Ahura seinen Shot. Wir kriegen nämlich das International Championship Match zwischen dem neuen International Champion Swerve Strickland und Ahura. Oh, das passt auch gut zusammen. Hat Ahura zwar keine Schnitte, aber... Sexy Boys House. Ja. Gut, zweitletztes Match. Was denn? MJF gegen Mike D. Kannst du mal, das ist ein bisschen wie MJF Wardlow, ne? Kann man ruhig mal einfach mal bringen. Ja. MJF Wardlow oder Mike D gegen Wardlow? Das wäre auch mal was. Ja, ich hab echt überlegt, ob ich so Powerhouse Highflying-Scheißdreck irgendwie bringe. Ich habe erst überlegt, Mike D gegen Hangman Adam Page war der erste Vorschlag. Problem dahin ist, bekomme ich aber MJF nicht mehr auf die Karte. Schon mal schlecht. Ich glaube, ja. Eine MJF würde ich trotzdem über alles stellen in so einer Show. Vor allem, weil ja eh in 3 Tagen später noch ein Pay-Per-View ist, da können alle anderen drauf. Das ist ja das Schöne bei solchen Bookings, ne? Mike Dean Powerhouse zu geben, ich habe Powerhouse Hobbs überlegt. Nee. Ich habe hier, wie hieß er, Wardlow überlegt. Wardlow? Nee. Ich habe Brian Cage überlegt. Das ist eher ein Pre-Show-Match. Sind wir mal ehrlich. Ja, und der könnte auch die Pre-Show-Chance kriegen mittlerweile, ja. Und ich finde auch, dass MJF und Mike D als Tech-Team einen sehr interessanten Look zusammen haben. Wenn du mal beide anschaust und mal Bilder nebeneinander hängst, ich glaube, das könnte auch ein Tech-Team werden, wa? Oh ja, ja, das ist auch interessant, ja. I don't need a partner, I need my younger brother. Maxwell D. Friedman. Ich bin mir bei Mike D im Moment nicht sicher, ob der wirklich so merkwürdig spricht oder ob die den Gag von... Deadpool und Wolverine aufnehmen mit Gambit, den auch keiner versteht. Kick his ass! Thorsten, was ist denn dein zweitletztes Match? So, jetzt wird's bekloppt. Okay. Jetzt gibt es ein Triple Threat and Anarchy in the Arena Match. Und zwar mit 12 Wrestlerinnen. Oh. Wir sehen auf der einen Seite ein Viererteam bestehen aus Jamie Hayter, Willow Nightingale, Toni Storm und Britt Baker. Gegen Saraya, Mercedes Moné, Mariah May und Serena Deeb, die gegen eine internationale Auswahl antreten aus Stephanie Mace, Debbie Keitel, Jay Nero und Jesse J. Ja, aber das wäre schon cool irgendwie. Das hat irgendwie was. Tables, Ladders, Chairs, brennende Tische, such dir was aus. Ich möchte diesen Entrance unseres Teams auf großer Bühne, die vier, alle im identischen Stephanie Mace 18-Party-Outfit, alle Femme-Fatale-Outfit. Hätte auf die 18er Party gepasst, war aber leider nicht da. Digga, zum Femme Fatale Outfit 224 von Stephanie Mays. Alle einheitlich gekleidet. Richtig gut, richtig was gut. Aus Brett. Ja. Mercedes Moné frisst den Pin, einfach weil ich das will. So. Sehr gut. Thorsten, darf ich dich mal beruhigen? Mercedes Moné hat es bei mir gar nicht auf die Karte geschafft. Bei mir auch einen Thorsten, weil wir denken nämlich an dich ab und zu. Genau. Denn der TBS Championship ist mittlerweile bei Willow Nightingale und sie tritt an gegen Mila Smith und Baby Allison. In einem Sweeper. Oh, ich finde Mila Smith ist sehr realistisch. Das finde ich gut. War geil dran gedacht. Danke, ChatGPT. Was ist dein Main Event? Ich habe nur gesagt, ChatGPT, ich möchte meine Lieblings Ring of Honor Match Stipulation haben für das letzte Match. Ich möchte ein Four Corner Survival. Erklärst du das mal ganz kurz, den Four Corner Survival für die, die das nicht kennen? Elimination Match. Okay. Wenn du gepinnt wirst oder Submission, bist du raus. Okay. Wir haben unseren Champion, unseren Vater des Jahres, Jahrzehnts, vielleicht sogar Jahrhunderts. Vielleicht wird irgendwann Bibel geschrieben, wo Gott durch Christian Cage ersetzt wird. Ich weiß es noch nicht. Unser Champion Christian Cage verteidigt gegen Kazuchika Okada in der einen Ecke. In der anderen Ecke steht Claudio Casagnoli und in der dritten Ecke steht
der Mann, der auch als World Champion rausgehen wird, Will Ospreay. Ja. Four Corner Survival. Sehr gut. Thorsten, Main Event. Main Event ist auch mit Beteiligung von Will Ospreay, auch mit Ausgang, dass Will Ospreay World Champion in England wird. Allerdings kämpft er in einem Singles-Match gegen John Moxley. Ist ein bisschen Captain Obvious und am Ende kommt halt der Sieger des Matches Okada gegen MJF raus. Das ist in meinem Falle Okada, das hatte ich eben nicht erwähnt, und zeigt auf Will Ospreay. Und wir haben den Main Event für das nächste. Sehr gut. Also ganz klassischer Pay-Per-View-Aufbau. Ich finde, man sollte die Gelegenheit hier nutzen und Will Ospreay in seinem Heimatland zum World Champion machen. Richtig. Und deswegen ist auch bei mir im Main Event Will Ospreay. Und wir haben den gleichen Ausgang wie bei euch. Aber ich würde sagen, ein Teilzeit-Wrestler holt sich vorher seinen Titel wieder zurück und wir kriegen hier den Main Event. Bryan Danielson gegen Will Ospreay. Ey, das muss doch nochmal kommen. Kann das nicht so stehen lassen. Das muss ich nochmal haben. Wisst ihr, was ich sehr interessant finde bei unseren Cards? Was denn? Keiner hat Hangman Adam Page drauf. Ja, der steht bei mir unten drunter als Einzige, die ich nicht mehr untergekriegt habe. Wir haben alle Adam Page für jemand anders geopfert. Mhm. Macht uns das jetzt Sorgen oder soll uns das keine Sorgen bereiten? Ich habe das einfach so zwischen Frühstück und Dings einfach aufs Blatt geschmiert, weil ich da Bock drauf hatte. Also ich sag's, wie es ist. Ja, ja. Nein. Das macht mir überhaupt keine Sorgen. Nee. Okay. Das ist doch also sowieso eine Woche vorher, eine Woche nachher wieder ein Pay-Per-View, da hat er schon. Genau, und da haben wir halt im Main Event dann eben Hangman Adam Page gegen Maggot. So, genau. Um das mal weiter zu spinnen. Ah, die Blutmann schlagen noch weiter zu, das gibt's ja gar nicht. Ja, Mann. Ich würde ja sagen, wir machen lieber Hangman Adam Page gegen Jesse J in einem Candlestick-Match. Im Three-Way mit Hardcore Nick Schreier. Ich habe auch gekämpft, ob ich Lauri Nick Schreier auf die Karte bekomme. Ich habe Rambo gekämpft. Ich habe Sunshine Machine, hätte ich tatsächlich mit draufpacken können. Das war dumm. Aber aus dem AEW-Roster habe ich so durchgeguckt. Es waren viele, wo ich mir dachte so, nee. Hook, ich glaub, wo ist Hook? Ist halt einfach auch zu groß, um alle so einzubinden, dass jeder zufrieden ist. Hook ist in der Garderobe, der hängt die Klamotten auf, der weiß wo dran. Das ist das Gute. Ja, ein paar Deadshooks dürfen ja auch rein, oder? Ja. Es sind ein paar Leute, die wirklich rausgefallen sind. Ich hatte auch erst überlegt, noch so ein Meat Madness Match zu machen. Ne? So, die ganzen Großaufeinander hier, so ein, was weiß ich, Mike D, Big Demo, Powerhouse Hobbs und Nummer 4. Jetzt stelle ich noch eine Frage von euren Cards. Wir haben jetzt ganz viel Talent eingesetzt, das ja nirgendwo gesigned ist. Mhm. Wenn ihr euch von allen Talents, die jetzt eingesetzt habt, die keinen Vertrag haben, einen aussuchen dürftet, der zu AEW geht, welcher wäre es denn? Da muss ich jetzt mal kurz gucken. Ich glaube, Michael Oku ist bis dahin schon bei AEW. Den habe ich auch für mich fest eingeplant. Wenn man Michael Oku abstrahiert, würde ich Mike DiVecchio sehen. Oder Aruba. Ich glaube, dass Mike DiVecchio da nicht so schnell hinkommt. Falls das TNA-Ding noch zieht, dann geht er eher zur WWE als zur AEW. Das ist so ein bisschen mein Problem. Sonst hätte ich den auch da in die Richtung gesehen. Was für wen hast du denn? Ich würde mich selber Meteor Hunt freuen. Muss ich wirklich sagen. Ich würde nicht. Lucky wird ja hier nicht eingesetzt so richtig. Habt ihr übrigens das Match angeguckt, was ich euch geschickt habe? Das Lucky gegen Lawrence Roman. Das ist das beste Match in Deutschland aktuell. Da müsste dich die WXW in den Arsch speisen, wenn ihr das sehen und das nicht gebuckt habt. Hm? Ja, das hätte man auch als Champion-Match für Lawrence machen können. Ich würde mich über Lucky sehr freuen, weil der dir nie die Shot bekommen hat im Ausland. Er kam während Corona zu NXT UK. Ja. Er kam zurück nach Ding. Oder ich würde auch Debbie Keitel, glaube ich, das sehr, sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Ich würde es auch Cara Noir gönnen, aber ich glaube nicht, dass das macht. Ich glaube, dass der mit Familie und allem in Europa bleiben wird. Aber dem würde ich es auch gönnen, total. Aber David Keitel, ja, auch wie ich jetzt bei Femme Fatale gesehen habe, ey, die habe ich jetzt lange nicht mehr gesehen. Hm? Aber wie gut ihren Charakter spielt, wie konsequent die das durchzieht, ne? Das ist echt der Hammer. Also richtig gut. Ja, ich glaube, das war eine wieder mal total bekloppte und bunte Karte. Wollen wir uns kurz mal darauf einigen, dass wir das nächste Mal für die Wunschcard einfach mal eine Extreme Rules Matchcard booken? Völlig wild. Open Extreme Rules Night. Das können wir machen, nur nicht fürs nächste Mal, weil nächstes Mal müssen wir was Wichtiges machen. Denn nächstes Mal booken wir das letzte Jahr von John Cena. Stimmt. Gerne, das machen wir. Aber ich möchte bitte anmerken, ich möchte einfach mal so eine Extreme Wrestling ab 18 Party weltweit völlig freidrehen, bucken, da hätte ich Bock drauf. Schreibe ich auf die Liste, machen wir dann spätestens Anfang des Jahres, würde ich sagen. Ne? So machen wir das. Ja. Das letzte Jahr von John Cena.
Spoiler, es wird großartig. Ja. Und am Ende können wir ihn sehen. Und er wird... Das Shirt schön. Mit der Tür, die zugeht, now you can see me. Ach, ja. Ach, das wird... Oh, das wird mir das Herz zerreißen. Und das werden gute Stories, das werden gute Erzählungen, die wir da bauen. Ich glaube, das wird bis jetzt, glaube ich, das Fantasy-Booking von uns, dass das Beste wird, glaube ich. Weil das halt wirklich vom Herzen kommt bei vielen, weil man vieles einbinden kann, was man so kennt und halt auch schön Sachen einbauen kann. Ich glaube, das wird, ja, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube, es könnte das Beste werden. Gesagt, die ja wirklich nicht so groß im Wrestling-Kosmos ist, hat man zu mir gesagt. Das wird ein schweres Jahr für dich, oder? Erst bei Danielson, dann John Cena. Ja. Recht hat sie. Ich muss auch sagen, verrückterweise, ich finde Cena auch schwieriger, als zum Beispiel, als ein Undertaker zurückgetreten ist. Das fand ich nicht so schwer, weil ich halt so ausgeglichen habe bei dem. Ne? Aber Cena hat ja wirklich jetzt so ein Endjahr, dass man sagt, du weißt genau, das beginnt hier und dann ist der Endpunkt, ähnlich wie bei Sting. Wobei ich Sting nicht so intensiv verfolgt habe wie Cena wiederum. Ich glaube, der Unterschied zum Undertaker liegt halt vielleicht auch darin, dass beim Undertaker es nie vorher klar definiert war. Ja. Ne? Also es ist so wie eine Serie, da weiß man, es kommt irgendwann die letzte Folge Lost zum Beispiel. Genau. Übrigens besser als ihr Ruf, das nur mal ganz am Rande. Aber ja. Die haben das Problem des Autorenstreiks gehabt, was Lost ein bisschen deutlich gescheitert. Nee, ich glaube auch mit Cena, da hast du einen Charakter einfach, für den empfindest du was. Du kannst für Cena nichts empfinden. Ja, entweder du hast ihn oder du magst ihn, ne? Ja. Du willst auf jeden Fall was empfinden. Er kann dir nicht egal sein. Nee, geht nicht. Bitte 2027 in die 26 in die Hall of Fame. Also bitte. Ja. Der als, dreimal an einem Abend. Also, der wird 2026 wird der Leader der Hall of Fame sein. Das ist ganz klar. Stellt euch vor, der bekommt eine Story, dass wenn er verliert, seine Karriere so ein bisschen zu Ende ist. Und wir haben die Smackdown vor WrestleMania und er verliert und wird direkt in die Hall of Fame aufgenommen. Oh, ja. Mein Herz würde brechen. Ja. Was wir überlegen müssen, ist, ob wir uns mal, das können wir auch nachher besprechen, ob wir uns vielleicht mal die erste Raw auf Netflix auch vornehmen nächstes Jahr. Gerne. Ob wir uns die mal zusammen angucken und mal durchgehen. Das würde mich mal interessieren, wie das ist dann. Ja, klar. Ja, und damit, bevor wir noch weiter spoilern, was wir alles machen wollen, verabschieden wir uns. Vielen Dank an den Chef der Blutwaden, an den Thorsten. Jo. Und an Mr. ChatGPT, den Marcel. Leider konnte ich keine Anfrage finden für dein Thema. Hier hast du 5 Links, die dir helfen könnten. Und wir verabschieden uns mit den Worten. Wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, Just Bring It. And you're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast.